Guten Tag, hier ist der Baumann, der Lehrer aus Berlin. Ich möchte Ihnen heute die vier wichtigsten Fachbegriffe zum Coronavirus mal nahebringen, mit den dazugehörigen Zahlen und wie diese Fachbegriffe zueinander stehen. Und am Ende werden Sie die ganze Sache dann als Experte selbst beurteilen können, weil wenn man diese Dinge einigermaßen im Griff hat, dann kann man auch die richtigen Fragen stellen, dann kann man sich selbst schon einen Teil der Antworten geben und wir kommen einfach insgesamt auf ein höheres Niveau in der Debatte, die aktuell fachlich aus meiner Sicht völlig verflacht ist. Okay, also fangen wir mal an mit einer kleinen Geschichte, das tut immer gut, damit man ein bisschen lockerer wird. Ein Student ist auf dem Weg in eine große Stadt. Vor dem Stadttor trifft er auf den Tod, der im Schatten der Stadtmauer sitzt. Der Student setzt sich daneben und fragt: Was hast du vor? Der Tod antwortet: Ich gehe gleich in die Stadt und hole mir 100 Leute. Der Student erschrickt, rennt in die Stadt und schreit: Der Tod ist auf dem Weg in die Stadt. Er will sich 100 Leute holen. Die Menschen rennen in ihre Häuser, verbarrikadieren sich. Aber vor dem Tod gibt es kein Versteck. Nach 4 Wochen verlässt der Student die Stadt wieder und sieht im Schatten der Stadtmauer wieder den Tod sitzen. Er rennt auf ihn zu und brüllt ihn an: Du Lügner! 100 Leute hast du holen wollen! Nun aber sind über 5000 tot! Der Tod erhebt sich ganz langsam und sagt: Ich habe mir planmäßig die 100 geholt. Wie jede Woche. Alte, Schwache, Kranke. Die anderen hat die Angst getötet und die hast du in die Stadt getragen. Tja, was sagt uns das? Das, was hier aktuell gesellschaftlich läuft, ist tatsächlich Angst und Panik und deswegen ist es umso nötiger, uns mal die Zahlen richtig anzuschauen. Deswegen machen wir weiter. Und kommen zum SARS-CoV-2. So, SARS-CoV-2 ist einfach nur der Name eines Coronavirus, wie wir schon viele von den Dingern gesehen haben. Und die Symptome bei Infektionen ähneln denen einer Grippe. Punkt. Ich sage Sie, das kann doch nicht sein. Doch, das ist genau das, was auch Drosten sagte Anfang des Jahres, als er darauf angesprochen wurde und als wir noch nicht so vertieft waren ins Thema Covid-19. Ne? Covid-19 ist nämlich eine Lungenkrankheit in erster Linie mit vielerlei Folgen. Das kann man dann auch nachlesen bei den Lungenärzten im Netz zum Beispiel, was die dazu schreiben. Das war der Diskussionsstand, mit dem es da losging und dann wurde es immer komplexer und immer mehr kam dazu an Folgeschäden und. Das ist allerdings alles noch nicht so richtig untersucht und die Fakten dazu sind ein bisschen dünne. Aber diese Lungenkrankheit mit vielerlei Folgen, die bekommt nicht jeder, der den Coronavirus sich einfängt. Ne? Also der bleibt nach wie vor einer Grippe ähnlich und steckt sich da auch nicht jeder an. Also mein Sohn hatte ja zum Beispiel diesen Coronavirus. Also nachweislich mit dem PCR-Test getestet, positiv, zweimal sogar wiederholt, ich bin negativ. Der hatte tatsächlich nur leichte Symptome, so ein bisschen Fieber am ersten Tag und in den Folgetagen noch ein bisschen dieses Geschmacksproblem, dass das nicht so ganz da war. Und nun gut, also Covid-19 hat er jedenfalls nicht gehabt. So. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie Covid-19 kriegen, ist nicht zu groß. Da kommen wir jetzt zu den nächsten Begriffen, die uns wirklich interessieren, nämlich der Tödlichkeit der Folgen einer Virusinfektion mit diesem Coronavirus SARS-CoV-2. Und da kommen wir zum Begriff der Letalität. Die Letalität einer Krankheit bezeichnet den Anteil der Erkrankten, der irgendwann an der Krankheit stirbt. Ne? Also sagen wir mal, wir finden 100 Infizierte.
Der HNO-Arzt diagnostiziert die als wirklich erkrankt. Und von diesen 100, die er diagnostiziert, stirbt einer. Dann hätten wir eine Letalität von 1%. Ja, das erstmal so vorweg. Bei der Mortalität sieht es ein bisschen anders aus. Dieser Begriff ist bezogen auf die Anzahl einer Population. Also, ich lese mal den ganzen Satz, der da steht. Die Mortalität bezeichnet die Anzahl der Todesfälle bezogen auf die Anzahl in der betreffenden Population. Ja? Also, wie viele Menschen in einer Population sterben an so einem Virus? Da sind natürlich etliche Unbekannte drin in dieser Rechnung, die schwer nachzuvollziehen sind. Es hängt davon ab, zum Beispiel, wie dicht ist das Gebiet besiedelt, wie sehr stehen diese Menschen miteinander in Kontakt, wie oft treffen die sich und, und. Von daher ist der Begriff der Mortalität nicht besonders geeignet, um die Gefährlichkeit dieses Virus zu beschreiben. Okay. So. Jetzt habe ich eine Übersicht erstellt, wo all diese vier Begriffe miteinander zusammen auf einer Seite abgebildet sind. Auch mit diesen kleinen Definitionen, die wir hier stehen haben. Ja? Also, hier habe ich im Prinzip zwei Zeilen stehen, in denen ich unterschieden habe zwischen Letalität und Mortalität, einmal von SARS-CoV-2 und einmal von Covid-19. Wenn wir uns die SARS-CoV-2-Zeile angucken, dann ist meine Annahme, dass an diesem Virus, solange also diese Krankheit nicht ausbricht, eigentlich keiner stirbt. Da haben wir Möglichkeiten der Behandlung, meistens sind ist es noch nicht mal nötig, überhaupt jemanden zu behandeln. Also wenn diese Krankheit nicht ausbricht, diese Covid-19-Krankheit, dann werden sie wahrscheinlich nicht daran sterben. Ein Problem gibt es damit, nämlich mit der Definition der WHO. Wenn sie also einen Motorradunfall hatten und sie werden positiv getestet auf das Coronavirus, dann werden sie den Covid-19-Toten zugerechnet. Das ist aus meiner Sicht nicht in Ordnung, dass man das tut. Deswegen steht dieses ungefähr 0% dort, ja? Weil es gibt halt so ein paar unsaubere Tote in der Statistik, die man dort mal rausschmeißen müsste, damit diese Werte dann stimmen. Also, jetzt halt die Frage, wie viele von diesen Leuten, die jetzt dieses Virus sich einfangen, bekommen Covid-19? Nun ja. Da können Sie jetzt eine Prozentzahl hinschreiben, die Sie aus seriösen Quellen irgendwo entnehmen können. Ja? Suchen Sie einen Epidemiologen von Weltrang Ihrer Wahl und schreiben Sie dann die Prozentzahl dorthin, die dieser Epidemiologe angibt. Oder Sie nehmen den Mittelwert von 10 wichtigen Studien von verschiedenen Epidemiologen und schreiben den dorthin zum Beispiel. Und dann sind sie bei Covid-19. Und diese Menschen, die dann quasi tja, unter dieser Lungenkrankheit leiden, die sterben nicht alle, weil im Krankenhaus kann man sie auch gut behandeln. Jetzt halt die Frage, wie viele von denen kommen durch und wie viele kommen leider nicht lebendig wieder aus dem Krankenhaus. Und da ist inzwischen quasi eine Letalität festzustellen von kleiner einem halben Prozent von denen, die sich anfangs mal das Coronavirus eingefangen haben. Ja? Also, ja. Bei der Mortalität kommt ein entsprechend kleinerer Wert raus, weil wir eine größere Gruppe haben. Da geht es jetzt ja nicht um die Infizierten, die man irgendwann mal entdeckt hat, sondern es geht darum, quasi die Sterblichkeit innerhalb der Bevölkerung festzustellen. So, jetzt ist halt die Frage,
Sind wir in Deutschland schon in der Sättigung beim Sterben mit dem Coronavirus? Das hängt davon ab, wer Sie sind, was Sie darüber wissen über dieses Virus, was Sie annehmen, was an Spekulationen noch drin steckt. Manche Leute meinen, es würde da noch Millionen von Toten geben und andere sagen, das Ding ist durch und da passiert nichts mehr. Gehen wir mal aus, es würde dabei bleiben bei dem, was wir aktuell sehen, nämlich ungefähr 10.000 Toten, die mit oder an Corona gestorben sind. Bei einer Population von mehr als 80 Millionen entspricht das quasi in Prozent 0,00125, ne, was ich da berechnet habe. Also wenn ich da unten jetzt hinschreibe, die Mortalität ist kleiner als 0,01%, dann ist das noch eine böse Übertreibung nach oben, ne? Also die ist noch kleiner. Von daher es ist wirklich sehr viel wahrscheinlicher, dass sie auf dem Weg zur Arbeit, wenn Sie diesen mit dem Fahrrad zurücklegen, bedingt durch einen Fahrradunfall sterben, als dass Sie an Covid-19 sterben. Also junge Leute mit Maske auf dem Fahrrad und dann vielleicht ohne Helm, das ist eine komische Kombination. Weil der Schutz sollte dann doch erstmal bei den wichtigen Dingen anfangen und das wäre dann doch der eigene Schädel, auf den man fallen könnte. Okay. Also ich habe eben schon erwähnt, dass es eine Metastudie gibt oder dass man sowas machen sollte. Die hat tatsächlich der Stanford-Professor John Ioannidis gemacht und hat sich also etliche Studien zu dieser Sterblichkeit von Covid-19 angeguckt. Und was er dabei herausgefunden hat, ist so erstaunlich, dass denn selbst die WHO sagt, wie so niedrig ist das, so wenig tödlich, was machen wir denn hier bloß für eine Angst und eine Panik? Ja, es ist tatsächlich ein etwas breiterer Bereich abgesteckt worden, weil man tatsächlich noch einige Unsicherheiten drin hat. Das heißt, es gibt einen sehr niedrigen Wert und einen etwas höheren Wert. Beide Werte fallen aus meiner Sicht nicht so aus, dass ich jetzt noch irgendeine Panik hätte oder Angst, ja. So. Also. Das wird auch noch untermauert durch eine WHO-Schätzung, dass ein Zehntel der Welt die Corona-Infektion bereits gehabt haben könnte. Einen entsprechenden Bericht finden Sie zum Beispiel im Handelsblatt vom 5.10. Und da steht drin, jeder zehnte Mensch auf der Welt könnte sich laut der Weltgesundheitsorganisation WHO bereits mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben. Unsere derzeit besten Schätzungen ergeben, dass etwa 10% der Weltbevölkerung bereits mit diesem Virus infiziert gewesen sein könnten, sagte WHO-Experte Mike Ryan am Montag in Genf. Das würde einer Dunkelziffer von mehr als 700 Millionen unerkannten Infektionen zusätzlich zu den bislang rund 35 Millionen nachgewiesenen Fällen entsprechen. So, also, was die WHO damit gesagt hat, ist nichts anderes, als dass sie jetzt die Letalität von Corona neu berechnen müssen. Die Letalität des Coronavirus ist jetzt anzusetzen als 1 Million durch 700 Millionen und der Wert, der denn dort herauskommt, den können sie dann in Prozent angeben für die Letalität. Und das ist so verschwindend gering, dass ich der Meinung bin, dass man über die aktuellen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus nochmal gründlich nachdenken sollte, wenn man das hier verstanden hat, was ich Ihnen erzählt habe. Ja? So, also das ist jetzt das, was man eigentlich als Realschüler bereits verstehen können sollte zum MSA, glaube ich. Und dass das unsere Politiker, die uns vertreten hier täglich, nicht verstehen wollen, können oder
sich noch nicht mal die Mühe geben, diese Begrifflichkeiten sauber auseinanderzuhalten. Das finde ich schade. Da könnten natürlich unsere Mainstream-Medien mal mithelfen, dass wir ein bisschen mehr über den Begriff der Letalität reden, des Coronavirus. Also nicht von Covid-19, weil Covid-19 ist ja nur die Lungenkrankheit. Wenn Sie also jetzt nur Lungenkranke diagnostizieren und von denen die Sterblichkeit ausrechnen, dann ist die natürlich höher. Aber das ist dann eine andere Letalität. So, ja. Wir jagen ja im Moment hier Coronaviren und nicht auf der Station irgendwelche Lungenkranken. Okay? Nun gut. Ich bin fertig, denke ich. Ich bedanke mich dafür, falls Sie bis zum Schluss mir gelauscht haben. Und Sie können das sicher jederzeit nochmal anschauen. Ich hoffe, ich habe hier keine Fehler gemacht. Korrigieren Sie mich in den Kommentaren. Lesen Sie auch nochmal meine Beschreibung. Vielleicht finden Sie da noch was Interessantes zu diesem Thema, was ich dort hinzugefügt habe. Und ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Und dass Sie in Zukunft SARS-CoV-2, Covid-19 nicht mehr verwechseln und auch die Begriffe Mortalität und Letalität auseinanderhalten können. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.